Hallo! Hey, listen! Devilmon-Paket. Ja, yeah, that's it what we need mit meinen 30 Devilmons, wo ich kein Monster kriege für. Aber egal, darum geht's nicht. Denn wir sind heute für den Weltgildenkampf zusammengekommen, Leute. Und werden heute einen, wie heißt das? Ein Kongress im Weltgildenkampf machen. Ich will den hier gerne machen. Aber es liegt hier an einer Dev, und zwar an dieser hier. Die hat eine Hat eine 7-4er Winrate. Ich bin gespannt, warum. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, warum. Wir starten rein mit der ersten Runde gegen Data. Ja, wir kontern einfach mal alles aus, was da steht. Aber ich sehe schon, wie die Manon mir gleich richtig auf den Keks geben wird. Ich weiß, guck, wie slow ist die, Alter? Die kam einfach immer noch nicht dran. Ich kam schon 5-mal dran. Holy shit, okay, aber Schaden macht sie. Schaden macht sie und ich habe sie nicht gestrippt bekommen, ne? Ist ja anstrengend, ey. Vielleicht lassen wir die einfach und gehen einfach scheiße. Okay, never mind. Das Spiel denkt sich direkt, nee. Nicht einfach YOLO machen. Ja, wir müssen strippen. Aber ist eigentlich egal, weil die ist schon, glaube ich, schon wieder ready. Wenn ich jetzt kein... Nein. Oh, Stun. Ah. Ja, die ist schon wieder ready. Ah, nee. Wir dodden die einfach. Ich hoffe einfach, wir... Die darf halt nicht zu viel procken, die Kiki. Pau, prock doch mal. Prox, ich weiß nicht, was mit Prox los ist. Die Prox... Alter, okay, die Disperse-Stunts. Die haben echt Bock. Das gefällt mir. Aber wir kriegen einfach... Oh, jetzt. Pau. Oh. Der lebt noch. Au. Der lebt immer noch. Die stirbt an den Dots, oder? Egal, ich töte sie trotzdem. Safety first. Wer ist hier auf Destro? Ist das die Kiki? Wird die auf Destro geruhen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe ja keine. Ich habe einen Kadets. Geil, ne? Ich hoffe, der wird im Balance-Patch angefasst. Also so ein Kadets-Buff würde ich schon echt feiern mal jetzt so. Mal so nach 10 Trillionen Jahren wäre das schon mal schön, wenn die mal... Wenn er mal einen Buff kriegen würde, ich weiß nicht, Kadets braucht dringend einen Buff. Der ist nicht mal gut für PvE. Wisst ihr, was ich meine? Der ist einfach kacke. Der ist overall kacke. Für einen LD-Net5. Ich meine, ja, ich muss sagen, es gibt Net5s, die haben es wichtiger. Beispielsweise Raoul. Ja, aber so ein Kadets ist auch schon so nah dran so. Okay, so, jetzt. Warum ist die jetzt so gut? Das ist interessant. Ich bin auch mit 4-Stars reingegangen, weil ich schätze, es ist ja eine 4-Star-Dev. Vielleicht steht das ja bei denen in der Dings oder so. Und ich dachte mir, okay, dann testen wir einfach mal auch mit einer 4-Star-Dev, ne? So wie es sich wahrscheinlich hier so, wie es so gewollt ist, so, ne? Naja, gut, okay. Also ich muss sagen, aktuell, der wird jetzt heilen wahrscheinlich, ne? Okay, procken kann die Dev, aber die tötet sich halt irgendwie auch selber. So, der würde jetzt heilen. Ich hoffe, der Deathback bleibt drauf. Natürlich nicht. Okay. Ich heile mich auch ein bisschen. Ja, die greifen halt alle den Asura an. Das finde ich echt nett. Okay, jetzt der nicht. Aber ist egal, sie ist schon mal dead. So, die geht mir mit der Bar. Alter, die hat die. What? Nee. Never mind. Schon okay. Jetzt tun wir den Trüffel töten. Alter, brocken kann der, ne? Aber Deathbreaks landen ist nicht so sein Ding. Da muss man ja halt irgendwie auch schon sagen, ey. Okay. Ja, nee, hat mich jetzt nicht so überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung, was da für die Leute für Probleme haben. Ich meine, ja, ist jetzt nicht so Free-to-Play-lastig, meine Offense, die ich hier benutzt habe. Aber irgendwie... Ich dachte, das wird jetzt spektakulärer. Hm. Aber hätte vielleicht auch anders ablaufen können, hätte... Das greifen wir an da. Ich glaube, hier am besten. Ja, nee. Okay, der ist relativ squishy, glaube ich. Reicht das? Zumindest, um den komischen Carcano zu töten. Okay. Nee, jetzt kommt das Schild. Das ist noch okay. Der wird jetzt nicht sterben. Er darf jetzt nur nicht procken. Okay. Okay, ist fine. Ist fine, wir sind safe. Saved. Sagt er. Und dann kam Miles. Er sagte es und dann kam der Kack-Skateboardfahrer, ey. So, okay, du bist dead. Oh, noch nicht. Noch bist du nicht dead, aber ich kann dich leider nicht retten. Es tut mir leid. Keine Chance, dich da raus zu retten. Gianna ist scheiße. Aber Gianna ist auch so ein Phänomen, ne? Die wurde ja jahrelang gar nicht angefasst. Dann wurde sie angefasst. Also abgesehen vom Balance-Patch. Dann wurde sie auch noch angefasst.
im Balance-Page halt, ne? Und dann kriegt sie auch noch 10.000 Counter-Möglichkeiten rein und noch dazu dann natürlich auch noch den Nerf. Ja. Mach sie halt unbrauchbar. Mach sie halt komplett unbrauchbar. So. Jetzt müssen wir aber mal vorsichtig sein. Okay, netter Despair-Stun, das ist geil. Okay, den möchte ich gerne töten. So, und jetzt, haben wir ein Problem, weil er wird jetzt heilen, wenn ich nicht Despair-Stunne. Ja. Und er ist dead. Ja, sehr schön. Mann! Warum mal? Nee. Ja, das RIP, ey. Ich wusste, dass ich dagegen verliere. Leica wäre noch eine Option gewesen. Naja. Egal. Das ist fein, das ist okay. Kriegen wir den wenigstens resettet. Gut. Den Rest macht eigentlich sie hier. Au. Ja, look at this. Easy, Alter. Wie viel LD5s willst du haben, Alter? Das sind bestimmt nicht mal alle, ey. Das ist das Traurige. Klatschen wir den 100er weg, ey. Oder eher uns. Ich weiß es nicht. Okay, hier können wir drauf gehen, das ist fein. Ich gebe ihr eine Bombe. Okay, fein. Die cuttet, Alter. Aber die ist dämlich. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die hat... Holy shit. Wie kannst du cutten? Wie geht das denn? Naja, okay. Gut, der sollte es nicht solo machen. Das ist schon mal gut zu wissen, dass Tiana eine richtig scheiß AI hat. Weil ich war auch im Überlegen, was mit der zu stellen. Aber ich hab's. Gut, dass ich es lasse. Gut, dass ich das lasse. Was haben wir hier? Ach ja, das da. Ja, da muss man einmal machen, die Offense, oder? Einmal ist okay, oder? Okay, sie lebt noch, aber ist nicht schlimm. Machen wir so, jetzt ist dead. Ja, machen wir das für die Stacks. Ich weiß, wir stehen unter Norway. Wir müssen nur ein bisschen warten. Aber wir wissen sowieso, dass sie alles trifft auf Feuer natürlich. Auf Wasser meine ich. Ne, ist ja logisch. Außer ich treffe nicht mal einen Deathbreak. Obwohl ich sogar im Vorteil bin. Ah, nee. Vergessen. Nee, wir müssen noch mal kurz warten. Ist ein bisschen doof an einer Stelle hier gerade. Aber die ist sehr squish. Holy shit. Okay. Wir müssen nur ein bisschen überleben, aber die machen irgendwie keine Buffs, die Lutscher. Ich dachte, die schildert wenigstens mal oder so. Okay, und die hat irgendwie 1 Million Rest. Frag mich nicht. Okay. Nicht mal Procken geht nicht. Ah, jetzt kommt der. Aha. Kriegen wir es geklaut? Nö. Weil er 1 Million Rest hat. Wie auch immer das geht. Alles ist okay. Ist okay. Machen wir hier ein bisschen Heal. Ja, gut, der Heal ist da. Wir müssen ja nur warten. Ist er ready? Ich hoffe, der ist ready. Bist du ready? Ja, ist ready. Look at this. Zug, Zug, Zug und tschüss. Easy. Good. Was haben wir hier? Ach ja. Jetzt kommen die LD5s. Bin gespannt. Ich habe jetzt mal einen Tank genommen. Also einer, der das da tanken soll. Das war die Molly. Ob das jetzt hier irgendwas bringt? Keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst vor nix. Der macht irgendeine Sachen, macht er? Ja, geht aber. Ist alles noch fein. Hat er Ablingszeit bekommen? Ich weiß es nicht. Aber der ist squish, oder? Was macht der Gorgon? Der ist sehr squishy. Macht der Schaden? Alter, Molly ist okay. Macht der Schaden? Ich provoke den mal. Okay, oder auch nicht. Töten? Ja, gehen wir mal safe töten. Keine Ahnung, was der hätte machen sollen. Ah, ist schon okay. Denke ich. Killen wir den nix. Okay, das ist aber eine Troll-Dev, oder? Der denkt sich, guck mal, Hauptsache ich stelle ein paar LD-Net-5s. Na, dann kannst du dir die mal angucken. Auch wenn das überhaupt gar keinen Sinn ergibt, was ich da stelle. Aber guck mal, look at, was ich habe, ey. Na, die regeln schon irgendwie. Die Net-5s machen schon. Irgendwie, irgendwas machen die schon. So, hier keine Ahnung. Das könnte in die Hose gehen. Da bin ich schon drauf vorbereitet, dass das wahrscheinlich in die Hose geht wegen den Nigong. Ja, ich habe die Ablenkzeit nicht bekommen. Das reicht zum Kill safe nicht. Genau. Können wir den kleinen Pushback geben? Nice. Kriegen wir hier nochmal einen Deathbreak? Nice. Der könnte killen. Ja. Ja. Kacke. Da kommen wir nicht durch. Da heilt jetzt. Und Proc natürlich. Ja, hätte fast funktioniert. Und der halt jetzt auch. Der hat noch Kacki Wille. Da bringt halt nichts. Da. Ich gehe auf den Lucky. Okay, kein Lucky. Crit gekriegt. Okay. Oh. Ey, da. Jetzt. Oh, bist du ein Hosenscheißer, bist du. Ja. Ja. Hier eigentlich nur den töten und GG. Okay, der derbt auch. Warte mal, wir gehen einfach straight auf den. Irgendwie. Ja, das ist okay. Am Deathbreak wäre cool. Aber ich habe irgendwie Angst. Ich mach trotzdem. Na. Okay, wir gehen einfach auf den da. Ja, jetzt macht das. Jetzt denkt er sich. Oh, mein Kinky ist im Gefahr. Alarm. Alarm. Schade, kein Deathbreak wäre schön gewesen. Kriegt ja einen Heilungseffekt ab. Ich kriege einen Silence ab. Das können wir ja machen. Das ist okay.
Wobei der Silence schon ein bisschen kacki ist. Vielleicht würde gerne heilen irgendwie. Autsch. Okay. Oh, danke. Okay, danke für den Proc. Der war gerade zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Schön. Wobei so ein Proc auch mal schön wäre von der Manon. Von dem Miles. Dann wäre der dead. Nicht Manon. Das war machen wir. Nee, das war nur ein Versprecher. Ah. Nee, aber das ist schon okay. Ich weiß nicht. Bin ich schneller? Ja, optimal. Okay, der Damage oder der größte Damage ist weg. Jetzt müssten wir eigentlich nur unseren Atamiel kümmern. Deathbreak. Nice. Okay. Ja, gut. Okay, ich akzeptiere es. Aber not that what I want. Ah, guck mal. Einmal Procken, Miles. Ist halt nicht so dein Ding, ne? Procken so. Nö, glaub nicht. Okay, den haben wir schon mal wieder weg. Das ist gut. Kein Deathbreak diesmal. Schön Silence wieder reingeballert bekommen. Ja, du wirst jetzt die ganze Zeit gedingste pro Dingste da gerevenged, weil du bist auf dem Crit-Bild. Merkwürdig. Aber nette Procs von der Proha an der Stelle. Das muss man ja mal sagen. Okay. Ich bleib trotzdem beim Atamiel, bis der dead ist. Der muss dead. Ich krieg einen Stun rein. Ich fasse nicht. Prock doch mal jetzt. Ah. Denkst du, ich brauche nicht Proggen. Ich bin too fast. Ich bin ein faster Fuckboy. So, jetzt ist egal. Jetzt können wir nur noch Pontos. Keine große Gefahr mehr. Und das war die letzte Runde. Das ging verdammt schnell. Hatten wir hier einen Loose? Ja, wieder mal. Ah, sowas ist immer belastend, ey. Und warum hatten wir da verloren? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich weiß, es war wieder irgendein Dünnschiss. Nur RNG-Shit. Eine Death ist immer so. Immer. Außer die eigene. Die ist immer shit. Die eigene ist immer kacke. Aber naja. Egal, was du stellst, sind alle Bock mit. Ach ja, schon wieder 4-1. Naja, naja. Was kriegen wir hier? Ein paar Scrollies. Geil. Okay. Na, war ja jetzt nicht so geil, ne? So ein paar MS öffnen. Ja, let's go. Ich spare sowieso nicht. 22.11. Interessantes Datum. 16. Let's go. Gib mal jetzt Marsha her, ey. Ja, da ist er. Cool. Finally, Marsha. Oh. Nicht. Keine Marsha. Ah, hier. Finally, Marsha. Boom. Oh, die ist neu. Ey, die ist neu. Okay, die akzeptiere ich. Die ist neu. Aber die ist halt auch ein bisschen weird. Aber sie ist neu. Passt nicht so ganz in mein Spielding rein. Ich baue einen Deathbreak-Core. Aber ist okay. Hey, das ist neu. Das ist neu. Die akzeptiere ich. Das ist vollkommen fein. Horus, okay. Und Klingtänzerin. Ups. Skipped Blitz. Ja, ich bräuchte eine Layla. Dann würde ich sie nehmen. Davon brauche ich nichts. Okay, cool. Irene oder so, glaube ich, ne? Wie heißt die? Irene, ja. Die ist immer neu, die habe ich schon nicht. Okay, akzeptiere ich. Neues Monster, neues Monster. Das ist ein neues Monster, ne? Kann man mal weg und in ein Lager packen. Perfekt, let's go. Naja, die ist okay. Ich hoffe auf einen Buff. Also, Balance-Patch-mäßig müsste ja eigentlich bald mal ein Buff kommen. Der Balance-Patch kommen, meine ich. Müsste eigentlich bald soweit sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Devil Maiden auf jeden Fall anpassen werden. Ich glaube, die Dokkaebis werden die noch nicht anfassen. Aber bei den Devil Maiden bin ich guter Dinge, dass sie angefasst werden. Das Ding ist nämlich, sind alle Garbage. Irgendwie. Bis auf vielleicht Licht. Also ich kann es mir vorstellen. Was die hier ändern, schwer zu sagen. Aber schon mal nett zu haben. Okay, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein.